Herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Nach The Division kommt endlich mal wieder Rainbow Six. Mit dabei ist der Ingeid. Moin, moin. Und der Daniel. Nice, ich bin immer noch da. Der darf dann nach The Division auch noch mitmachen. Ich hab sie bezahlt, also von daher. Also die 5000 gibt's dann später, ne? Ja, ach, ja, Du nimmst schon auf. Nimm's schon auf. Achso, ich dachte, also wir machen jetzt immer noch so Privatgespräch. Auch die wissen, dass ich meine Leute bezahle oder ich Geld dafür kriege und so weiter und so fort. Okay. Aber ja, wir kriegen anteilig YouTube-Money. Ja. Ja gut, also wir haben jetzt schon einen, der geleftet ist. Aber wir haben Ingeid, Ich vertraue da voll drauf, mit Level 60 mittlerweile. Man kann es ja ruhig mal anmerken, irgendwie Silberrang, keine Ahnung. Ich spiele heute nur, weil es 50% mehr Erfahrungspunkte gibt und deswegen habe ich gedacht, lasse ich euch daran teilnehmen. Ja, was natürlich auch nice ist, dass... Achso, ich lege Rüstung. Ja. Was natürlich auch nice ist, dass am 2. dann endlich die neuen Operatoren kommen. Macht Herr noch die Garage bitte zu. Ja, warte, ich mach die Tore zu. Ich setze noch mal ein, zwei Fallen. Heute ist dann 29. Sprich, also in 3 Tagen. Da gibt's dann die neuen Operatoren. Ja, yep. Das werden dann kanadische Einsatzkräfte sein. Ja, viel hat man noch nicht erfahren. Die Verteidigerklasse davon soll so eine Art Bärenfalle haben. Genau, die soll so eine Art Bärenfalle haben und die wird dann wahrscheinlich auch nicht von Twitch erkannt werden. Und der Angreifer, den finde ich relativ nice, weil der hat eine Kombinationswaffe aus Assault Rifle und Shotgun. Also da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Und zusätzlich gibt es ja noch eine neue Map, wo so eine Yacht, die im Eis eingeschlossen ist. Leute, ihr seht, hier kann man heute noch richtig was lernen. Die neuen Operatoren, die werden wir natürlich auch zeigen. Aber jetzt lege ich mich erstmal irgendwo hin und hoffe, dass ich nicht sterbe. Da komm bei der Tür. Da, ja? Ja. Yep. Ach Mist. Okay. Hier ist schon ein Loch in der Wand bei mir. Das könnte meins sein, wenn du bist. Hier ist eine Drohne drin. Ja, ich hör's. Einer ist in der Wendeltreppe. Da war die Drohne. Ich habe eine zerstört. Muss erstmal wieder reinkommen ins Game. Mhm. Da oben, Ingeid! Jetzt kommt der mit dem Schild. Okay, einer ist hier auf jeden Fall beim Loch drin. Also, Sledge ist down. Schild. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Ah, Mist. Ich hab ihn. Wo ist der? Auf der Treppe ist noch einer, auf der Treppe. Da. Oh, mit Y. Ah, was mach ich denn hier? Auf jeden Fall steht er auf der Treppe. Ich kann den ja mal ein bisschen triggern oder so, dass du den dann von der Seite kriegst. Ist auch der Einzige. Ja, habe ich auch gemerkt. Ja, stell ich mal so hin, dass wenn er die Treppe runterkommt, dass er sich zu dir drehen muss. Er ist über uns. Er ist hochgegangen. Und er sprengt sich über mir durch. Okay, ich hab ihn nicht gekriegt. Kläglicher Versuch, das Ding an der Decke zu planten. Ich bin fast down. Er muss kommen, Position. Da, komm, schieß. Ja, cool. Mann! 2 Kills, was mit mir los, Alter? Pro Gaming auf allerhöchstem Level. Und das Aiming, geil, ne? Geil. War eigentlich extrem dumm, wie der da drunter gegangen ist. Vor allem, weil er die ganze Zeit wusste, dass ich da in der Ecke stehe. Ist. Naja. Oh, wir haben wieder einen mehr. Ja, da wir ja jetzt erstmal nur locker spielen, joint auch noch jemand nach. Im Matchmaking wäre es anders, dann müssten wir jetzt wirklich 4 gegen 5 spielen. Ja, kein Ding, wir haben ja gerade gesehen, wie ich aufgeräumt habe. Aber keine Bange, das kommt nicht häufig vor. Auf jeden Fall erster. Das Ding war, den ersten Kill musste ich machen, einfach um Inja zu rächen. Das hat mich so schwer getroffen.
Oh. Kurz mal die Rage-Mode aktiviert. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ja, auf jeden Fall mal erster. Das rahme ich mir ein, drucke ich mir aus, rahme ich mir ein. So. Wir haben vorgestern tatsächlich auch ein Spiel mit 2-0 gewonnen. Oder war das heute Morgen? Weil wir haben 2-0 geführt und die dritte Runde endete tatsächlich unentschieden. Haben wir gewonnen. Okay. Unentschieden? Ja, die letzten beiden haben sich gegenseitig gekillt. Auch nicht schlecht. Das die sind oben im... In diesem Großraumbüro. Ja. Genau. Gibt es eigentlich auch neue Maps mit den neuen Operatoren, oder? Ja, ja eine kostenlose Map, die dann halt diese Yacht im Eis sein wird. Mhm. Sind die Operatoren für alle, oder sind die... Mit Season Pass haben eine Woche früher Zugriff darauf. Okay. Und die ohne... Ja, die ohne halt nicht, aber der Preis ist entscheidend. Weil ein Operator, der wird halt 25 Punkte kosten. 25.000 Punkte, Verzeihung. Ach, falscher Raum. Und Season Pass Besitzer und Vorbesteller und was auch immer, die bekommen die halt kostenlos. Gehen wir da rein, Ingrid, oder? Ja, wir haben halt den Season Pass. Ich habe auch die Vorbesteller-Version und ich... Wo ist der Scheiß? Wo ist der... Das ist der Raum? Seid ihr beim Raum? Noch nicht. Hier links. Verdammt. Ah. Bist du auch down? Ja. Ja, ich bin down. Ah. Natürlich kommt jetzt das Pro-Play. Pro-Play? Ah, waren wir in einer Reihe. Ja. Ich hab grad gar keinen Plan, wo dieser Raum ist. Das ist er nicht. Er ist irgendwo oben. Das passt schon. Ja, ich glaube, da an der Wand hinter dir müsstest du in den Raum kommen, wenn ich die Architektur jetzt gerade im Kopf habe, richtig im Kopf habe. Boah, Inge, der ist so Pro-Player geworden, der kann mittlerweile auch Architektur sagen. Sind wir da nicht gestorben? Ja, er ist gestorben. Ja, stimmt. Ja, jawohl. Der liegt am Boden. Ja. Links. Links irgendwo, ja. Was? Ah, fuck, der Lager. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Komm. Ah, Shirty. Komm schon, Kitty Ma. Gegen 4, das ist ja wohl easy going. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal. Ach, da. Ich glaube, er hat aber relativ gut noch ein paar Hitpoints verteilt, oder? Klingt noch nichts. Ja, gut. Nee, hat ihn nicht getroffen. Okay. Würdest du sehen an dem Player Model vom Gegner? Hätte der sich irgendwie in einer unnatürlichen Art und Weise bewegt, dann hätte er einen Hit gefressen. Schon wieder nur zu viert. Mhm. Ja, macht nichts. Aber ja. Dann gewinnen wir jetzt halt wenigstens wieder. Nächste Runde machen wir mal so ein Ranked-Match, dann passiert das ja nicht. Im besten Fall. Jojo. Der Franz. Was mir auch aufgefallen ist, dass Rainbow Six im Vergleich zu CSGO wirklich ein Spiel ist, was relativ lokal gespielt wird. Also, dass Deutsche wirklich fast nur mit Deutschen spielen. Ja, allerdings kannst du in so einer Datei auch die Region auswählen oder eintragen, der du bevorzugt spielen willst. Hab eine Drohne. Hab auch gleich eine. Doch nicht. Hab die zweite. Pack, Rüstung, ich leg Rüstung hin. Ich muss nachladen. Oh. Rüstung liegt. Ich konnte noch gar nichts machen, weil ich auf... Drohnenwarte. 5 Sekunden noch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Hätte ich mir sparen können. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich werde hochgehen und versuchen irgendwie zu lurken. Nicht in den Explosionsradius kommen.
gebracht. Wir haben auf jeden Fall Thatcher. Müssten vor der Garage sein. Es wird schon geschossen. Ich wurde entdeckt. Ach, der Drohne, verdammt. Scheiße. C4 platziert. Nice. Ja. Ah, da ist er. Oh, der aimt aber ein bisschen besser. Was? Wie trifft er mich? Wo steht er denn? Ja, draußen sind zwei am Auto. Wer hat wie? Mal Killcam angucken. Oh. Ach Mist. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Oh, einer gegen vier. Das war's, glaube ich. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Ah, fuck, 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 fuck. Da. Ah. Den Biogefahrgutbehälter. Die Gegner sichern den Behälter. Oh, das war's. Schade. Gegner haben den Behälter gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Matchball. Das war nur blindes Reinsprayen. Ich fand's auch ein bisschen kacke, dass wir zweimal denselben Ort bekommen haben. Das ist mitunter kacke. Also ich finde, unten in der Garage ist es eigentlich sogar relativ gut, weil das ist eigentlich der Punkt, den man nicht so schnell einnehmen kann. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind noch einer weniger, ne? Und wir haben noch mich im Team. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Was ist er denn? Okay, ich glaube, diesmal sind sie nicht oben. Aber die sind auch nicht im Keller. Doch, sind im Keller. Ich nehme alles zurück. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. 10 Sekunden bis Einsatz. Krieg ich hier noch irgendwo eine Drohne platziert? Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Jetzt sind wir zu dritt. Oh. Ja, das ist natürlich nicht so gut. User in your channel timed out. Und jetzt ist noch irgendjemand ausgetimt. Das war Ingi halt. Oder hat der auch generell die... Ach, du bist komplett rausgeflogen. Yep. Geil. Naja, ich denke mal, der X-Master 2000 wird das hier schon regeln. auf jeden Fall. Was war los, Ingi halt? Weißt du das? Internetverbindung war wohl weg. Ich kann leider nicht, oder kann ich? Nee. Okay, am besten ich versuch's mal hier durchs Fenster. Lass mich mal vorgehen. Ich hab einen! Alter! Kopfschuss! Das ist nice. Wie gut! Er wollte so, ne, außen mal alles ein bisschen clearen, ich komm rein, zack, in den Kopf geschossen. Ich bin heute halt einfach Pro, es ist einfach so. 4 Eliminierungen inzwischen. Was will man mehr? Wenn wir jetzt die Treppen runtergehen, sind wir sofort bei denen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich mach das wie folgt, warte mal. Ich werde jetzt dort unten stehen bleiben und ich werde dir eine kleine Lücke zum Schießen lassen. Mhm. Du wirst hinter mir gedeckt sein. Okay. Wenn eine Nitro-Ladung kommt, renne ich sofort weg. Okay. Das heißt, du wirst angreifbar sein. Okay, ich versuche da einfach einen Sprengsatz hinzupacken und dann ist gut. Wow! Das ja, du bist noch safe. Ich bin tot.
Von hinten, von der Treppe kommt, glaube ich, einer. Oder von vorne, ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Nee, der kommt tatsächlich von hinten, der war oben. Haben sie gut gemacht, einmal geflasht und dann... Das ist ein Stuhl. Ach, ihr beide lebt noch. Gut, gut. Ja, Ingrid hat einen Rage-Quit gemacht, tut mir leid, an der Stelle. Hier sehen wir nochmal die... Ach, die Statistik sehen wir gar nicht mehr. Na, da hat er Glück gehabt. Muss die... Ja, egal. Ach, jetzt weiß ich auch, welche Tür ich versucht habe zu sprengen. Hinterm Auto, ne? Ja. Da siehst du hinter der Scheibe seinen Kopf manchmal vorlugen. Ah, jetzt haut er ab. Hey, was macht der denn? Was war das denn für eine Aktion? Warum rennt der einfach auf dich zu? Aber ich will jetzt auch nicht deine Konzentration stören. Schade. Einer gegen zwei. Machbar. Ja, er weiß nicht, wo sie sind, ne? Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Was? Eigener Trupp wurde eliminiert. Hä, was war das denn? Das ist natürlich nice. Ist der... Nein. Nein, der ist nicht ernsthaft in diesen Strom gelaufen und ist dadurch gestorben. Ach, in der Fall. Wir hatten tatsächlich mal ein Gegnerteam, die haben versucht, die Geisel zu schützen, indem die halt mit Stacheldraht, sag ich mal so, umlegen. Und da hat sich der eine Typ gedacht, das wäre jetzt doch bestimmt nice, anstatt den Stacheldraht einfach nur so rumliegen zu lassen, setze ich den mal unter Strom. Bloß die Geisel bekommt durch diesen Strom auch Schaden. Oh. Und dadurch ist sie dann halt gestorben und das war halt ein easy Punkt für uns. Einmal ins Menü zurück. Ja, Leute, das war's für diese Runde. Ich werde sie wahrscheinlich irgendwie Rage Quit nennen oder so, dank Ingeld. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss.